lecker. Ich liebe Eiscreme. Der Wind ist so kalt. Ah, ein leckerer Snack. Und der sieht schön frisch aus. Aber nur mal naschen. Ich bin auf Diät. Was habe ich gerade gesagt? Habe ich angefangen, bring ich's zu Ende. Ein Eis! Das ist deine Schuld! Okay, das ist mal eine andere Reaktion. Normalerweise fallen sie in Ohnmacht. Hey, Kleine, guck mal, was ich hier hab. Hä? Nein, ich will die nicht. Wo kommt die Karotte her? Die ist gut für dich, Schatz. Ich hasse Gemüse. Komm schon, nimm die Augen. Hör auf, ich finde beides eklig. Das war's, dafür gibt's nur eine Sache. Was? Wie hat sie das gemacht? Sie ist eine Hexe. Wird Zeit für eine Koch-Challenge. Du bist jetzt unter meiner Kontrolle. Ich werde tun, was du willst, Herrin. Ich bin hier, um zu dienen. Hey, keine Hypnose. Nee, kann ich Spaß haben. Ich warne dich. Hier kommt die erste Challenge. Macht ein leckeres Dessert. Was ist gerade passiert? Böser Vampir. Ich brauche einen Drink. Und ich brauche meine Zutaten. Ich bin immer vorbereitet. Ich fange mit den Keksen an. Die habe ich für Betty dabei. Ich lege sie auf den Teller. Und jetzt mache ich aus denen Pulver. Ich werde sie zerschmettern. Hiya! Nimm das! Ist das Rockmusik? Hä? Ich bin mir sicher, ich dachte wirklich, nee, auf keinen Fall. Ich bilde mir schon Sachen ein. Attacke! Das hat sich gut angefühlt. Ich brauche einen Löffel. Die Kekskrümel kommen ins Glas. Dann kommen Erdbeeren drüber. Und dann noch Sahne. Ich mache noch eine Schicht. Wow, das sieht gut aus. Ich würd's essen. Ich habe Erdbeeren und Sahne. So hörst du dich an. Sieht lecker aus. Oh, danke, Schatz. Du magst das? Du bist ja leicht zu beeindrucken. Das kann ich schlagen. Ich habe Zimtschnecken. Ich rolle sie aus und lege sie aufs Backblech. Ich breite sie so aus, damit ich das Blech voll bekomme. Dann brauche ich Erdbeersirup. Ich spritze den auf die Zimtrollen. Der Sirup erinnert mich an was. Und das macht mir Appetit. Der Teig soll sich damit vollsaugen. Ist einfach, aber köstlich. Wow, das sieht gut aus. Klebrig und süß. Meine Arbeit ist getan. Hast du was gesagt? Oh je! Willst du mich verarschen? Hey, wach auf! Ich habe mich fast zu Tode erschrocken. Nimm das weg. Das dürfte nicht schwer zu beurteilen sein. Gucken wir mal, was ihr gemacht habt. Naja, du hast es versucht. Oma, du weißt, ich liebe deine Backkünste. Ich habe mich entschieden. Oma gewinnt. Ich? Oh, Betty. Danke. Es geht nichts über eine warme Tasse Tee. Oh, der ist heiß. Ich nehme einen Trinkhalm. Hey, wird Zeit für die nächste Runde. Ich will, dass ihr Nudeln macht. Das ist mein Lieblingsessen. Okay, das kann ich. Warte mal. Dieser Tee schmeckt komisch. Gib mir den. Ist genau, was ich brauche. Und ich nehme meine Süßigkeiten. Ich denke, das wird klappen. Los geht's. Zuerst schmelze ich die Gummifrüchte. Das hat nicht lange gedauert. Ich habe Trinkhalme in ein Glas gestellt. Und da gieße ich die geschmolzenen Gummis rein. Ich fülle die Halme mit der Flüssigkeit auf. Dann warte ich, bis alles fest ist. Das müsste reichen. Ich lege die Halme auf einen Teller. Und dann drücke ich das Süße raus. Das fühlt sich so toll an. Ist so entspannend. Auch Vampire brauchen mal eine Auszeit. Ich habe süße Würmer gemacht. Diese Kekse passen perfekt dazu. Wow, genau wie Mama sie macht. Nur, dass ihre noch zappeln. Aber ich bin trotzdem zufrieden damit. Ich leck mir die Lippen nur durchs Anschauen. Oh, vielleicht probiere ich einen. Igitt, eklig. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe ja immer eine Notfallpackung Nudeln dabei. Man weiß nie, wann man sie braucht. Ich lege sie in die Schale. Aber es fehlt noch was. Ah, da bist du ja. Ich hab dich vermisst. Ich brauche ein Ei. Mach dein Ding. Muss ich dich anspornen? Du schaffst das.
Gib nicht auf! Menschen sind seltsam. Du hast es geschafft! Wir sehen uns später. Perfekt. Ich schlage es in die Schale auf. Jetzt brauche ich heißes Wasser, damit alles garen kann. Aha. Zum Glück ist meine Teekanne hier. Alles muss schön bedeckt werden. Niemand mag rohe Eier oder knusprige Nudeln. Oh, da ist noch was drin. Genug für meinen Tee. Ich trinke den, während ich warte. Ah, erfrischend. Oh, das sieht fertig aus. Was sagst du dazu? Ist nicht meine Art von Essen. Jetzt liegt's an dir. Welches Essen magst du lieber? Ihr seid schon fertig? Ich hab mehr erwartet, Omi. Ist das Dreck? Wow, wie exotisch. Das ist nicht schwer. Der Vampir gewinnt. Daran bestand kein Zweifel. Ich glaube, mir wird schlecht. Welches Shampoo nimmst du? Fass mich nicht an. Dein Haar ist so schön weich. Das ist meine beste Zeichnung. Eure nächste Challenge ist ein großer, saftiger Burger. Kein Problem, ich hab's. Ich muss nur in mein Kochbuch schauen. Ich weiß, dass es hier ein Rezept gibt. Ne? Noch nichts? So müde. Wie kann sie so einschlafen? Und das ganz ohne Sarg. Was werde ich machen? Knifflig. Warte, meine Reißzähne. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Ich lege den Käse aufs Schneidebrett. Dann schneide ich kleine Dreiecke aus. Dafür brauche ich eine ruhige Hand. Sie sollen die gleiche Größe haben. Perfekt. Oder sollte ich sagen, reißerisch. Jetzt belege ich den Burger. Wow, das ist fantastisch. Das ist meine Art von Burger. Eine Sache fehlt noch. Oh ja, das war's. Warte, hätte ich fast vergessen. Wo warst du nur? Tut mir leid. Ich mag das eigentlich nicht, aber... funktioniert jedes Mal. Ich stecke die Augäpfel auf Holzspieße. Und dann kommen sie oben auf den Burger. Das ist ein Burgermonster. Süß, oder? Es wäre eine Schande, den zu essen. Hey, kleines Mädchen. Ich bin fertig. Wow, der sieht voll cool aus. Ich lieb den. Hä? Wo bin ich? Oh, der Burger. Ich werde Hilfe brauchen. Sushi? Nein. Komm schon. Darauf bin ich aus. Ich bin echt raffiniert. Eilzustellung. Das ist unser kleines Geheimnis. Keiner wird's je erfahren. Ich hab das gesehen, weißt du? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin enttäuscht, Oma. Der gruselige Vampir gewinnt. Das wusste ich. Los, probier mal. Ich will das nicht. Du weißt nicht, was dir entgeht. Vielleicht magst du ja die Riesenspinne. Oh, wie nett von dir. Hey, die Challenge ist noch nicht vorbei. Passt auf. Macht mir ein Sandwich. Und los. Aber meine Spinne. Ich habe einen Plan. Enttäusch mich nicht, Spinne. Sonst bist du das Essen. Ich meine das ernst. Oh, da ist sie ja schon. Du hast es geschafft, danke. Gut, dass ich dich nicht gegessen habe. Noch nicht. Vielleicht mache ich's noch. Hey, du schummelst. Und jetzt? Was willst du dagegen tun? Egal, ich muss ein Sandwich belegen. Ich fange mit Käse an. Dann leckere Wurst. Endlich machst du was Normales. Das denkst auch nur du. Kommen wir jetzt zum Kick. Nein, keine Chili. Und jetzt wird's heiß, heiß, heiß. Nein, nein, nein. Nichts kann mich aufhalten. Zeit zum Schneiden. Ich schneide es in eine Saatform. Ein wichtiges Detail fehlt aber noch. Tada! Ziemlich gut, was? Nimm das weg von mir! Was stimmt denn nicht mit dir? Ich zeig dir, wie man ein Sandwich macht. Das ist nicht so schwer. Ich schmiere großzügig Butter drauf. Es kann nie genug sein. Dann kommt Käse drauf. Und das war's. Einfach, aber lecker. Hey, ich fühle mich experimentierfreudig. Ich will mehr Käse. Ich werd's übertreiben. Das ist mal ein Sandwich. Nein, ich sollte nicht. Oder doch? Mehr. Noch mehr. Unglaublich, dass ich das mache. Davon werde ich meinen Mädels zum Strickclub erzählen. Das ist ein käsiger Sandwich-Turm. Und der kommt in den Ofen. Der Käse ist jetzt lecker zerlaufen. Ich weiß, das wird Betty gefallen. Es ist ein Kunstwerk.
Ich werde es noch durchschneiden. Jetzt kommt die große Enthüllung. Oh ja, das sieht fantastisch aus. Das war's? Das ist deine große Idee? Sei nicht so frech. Ist besser als dein Sandwich. Das werden wir ja gleich herausfinden. So viel Käse! Ja, das werde ich nicht essen. Was hast du dir nur dabei gedacht? Und was haben wir da? Hätte ich mal nicht gefragt. Ist das Chili-Soße? Igitt, dafür brauche ich ja einen Feuerlöscher. Gewonnen hat also niemand, was? Na egal, geben wir uns die Hände. Du darfst die Kiste hochheben, Schatz. Und ich nehme das. Aber wer zu langsam ist, hat schon verloren. Ich fange jetzt an. Und was mache ich? Ich brauche noch ein paar Dinge. Zum Glück bin ich auf alles vorbereitet. Ah, Zucker brauche ich definitiv. Was habe ich hier noch drin? Oh, mit Zimt kann man nichts falsch machen. Aber das Wichtigste, ein Bräter für die Pfannkuchen. Ich gehe nie ohne aus dem Haus. Was? Du schleppst sowas mit dir rum? Du hast ja keine Ahnung. Ich gieße den Pfannkuchenteig in diese Flasche. Da kommt noch Zucker rein. Und dann noch ein Löffelchen Zimt. Jetzt muss die Kappe wieder drauf. Und dann kräftig schütteln. Okay, ich muss kurz telefonieren. Oh, das ist Lexi. Hey, Süße. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss meine Oma besiegen. Das klingt ernst, okay? Du bist die Beste. Und jetzt warten. Hä? Ich versuche mal etwas anderes. Zuerst mache ich eine Spirale mit der süßen Mischung. In die Lücken kommt dann die normale Mischung. Jetzt warte ich, bis es angegart ist. Den kann ich schon wenden. Jetzt müsste er gar sein. Dazu kommt noch frisches Obst. Ich habe hier leckere Erdbeeren. Mh, das sieht gut aus. Ich möchte die sofort probieren. Warum dauert das so lange? Hat jemand Pfannkuchen bestellt? Oh, danke, du bist fantastisch. Ich weiß, jetzt verschwinde bitte. Viel Glück. Hm, die sehen langweilig aus. Aber ich weiß, ich werde Omas Tasche plündern. Sie hat immer was Leckeres da drin. Hä? Mehr nicht? Naja, besser als nichts. Ich drehe den Teller und schneide dabei den Pfannkuchen. So einfach kann man eine Spirale machen. Die rolle ich jetzt auf. Das nimmt langsam Form an. Sieht aus wie eine Rose, stimmt's? Das gleiche mache ich mit den anderen Pfannkuchen. Jetzt sind sie nicht mehr langweilig. Bekomme ich deine Obstschale? Na gut, hier hast du. Mit den Beeren schmücke ich meine Pfannkuchen. Und zum Abschluss noch etwas Puderzucker. Die sehen gut aus, was? Lass uns das posten. Mal sehen, wer mehr Likes bekommt. Wichtig ist der Aufnahmewinkel. Guck, ich habe mehr Likes. Ich habe gewonnen. Juhu. Warte mal. Was ist jetzt los? Soll das ein Witz sein? Was soll ich sagen? Ich habe treue Follower. Los, Oma, los. Nun kommt das Solo. Du siehst sie auch, oder? Oh oh, wir werden hochgebeamt. Was passiert denn hier? Cool, sie sind im Ganzen angekommen. Hey, ist das eine Außerirdische? Dann wollen wir mal loslegen. Okay, was stellst du dir vor? Was macht der andere Erdling? Nichts. Ich muss das checken. Wartet kurz. Was ist los? Oh oh. Erwischt. Ich bin sehr enttäuscht. Steh auf. Hey, sorry, ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich nehme das. Wie hast du das gemacht? Was ist das? Das ist Eiscreme. Das kann man essen. Nein, das ist nichts für mich. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe hier eine große Schüssel Eiscreme. Ich mache dir ein paar Kugeln. Die kommen in die Eiswaffel. Gefällt dir das? Ich will mehr. Mehr. Wow, okay. Da passt noch was rein. Das sieht wirklich gut aus. Erdenessen sieht lecker aus. Und noch eine Kugel. Das will ich. Noch nicht. Es fehlen noch Streusel. Wie gefällt dir das? Och nee, das ist doch jetzt nicht passiert. Warum machst du das denn? Also das ist jetzt hin. Schon gut, ich krieg das wieder hin. Ich habe immer einen Notvorrat Schokolade dabei. Zuerst schmelze ich die mit einem Föhn. Ist wie Haare föhnen.
Wenn sie geschmolzen ist, schneide ich eine Ecke ab. Und dann spritze ich sie in den Plastikbecher. Ach, das ist jetzt nur noch eine süße Pfütze. Die Schokolade muss fest werden. Hey, habt ihr auch Weltraumkühe, die die Mu machen? Klar, warte kurz. Ich bin gleich wieder da. Oh, ich habe noch nie eine Kuh gemolken. Eigentlich darf Kuhmilch nur ein Kalb trinken. Langsam wird's echt verrückt. Hey, ich habe die Milch von der Mutterkuh. Ich gieße sie in den Schokobecher. Den mache ich bis oben hin voll. Und dann kommt ein Eisstiel hinein. Genauso. Nun muss es gefroren werden. Dafür habe ich diesen kleinen Alien-Kühlschrank. Der ist technologisch sehr fortschrittlich. Und rein damit. Du wirst die Zeit im Auge behalten. Eins, zwei, drei. Fertig, go! Dann gucken wir mal. Das sieht schon ganz gut aus. Ich hol's mal aus dem Becher raus. Wow, das sieht irgendwie interessant aus. Wo sind die kleinen Sterne? Die Streusel, ja. Ich hab noch welche. Ich helfe dir doch gerne. Wow, jetzt sieht's noch besser aus. Und los! Hier, leg's auf den Teller, Oma. Ich hoffe, es gefällt dir. Normalerweise macht man das mit Mandelmilch. Mach den Deckel wieder drauf, Ashley. Und mach du mal das mit diesem Weltraum-Teleportationszeug. Diesen Trick muss ich auch lernen. Sieht faszinierend aus. Aber mit Tiermilch kann man nie vorsichtig genug sein. Mögliche Bedrohung erkannt. Nein, essen. Wirklich? Okay. Meine Mom macht mir sowas nie. Ich vermerke das in meinem Bericht. Ich habe kaltes Erdenessen gegessen. Wir haben's geschafft. Wie lange dauert das? Es ist schon Schlafenszeit. Hey, wie kann sie nur so einschlafen? Das Spiel fängt jetzt an. Was soll's? Zeit für Runde 1. Wo bin ich? Oh, ich habe gerade so schön geträumt vom Stricken. Was ist? Was ist so lustig? Jetzt reicht's. Dir werde ich's zeigen. Ich muss nur ein paar Sachen rausholen. Was hast du vor, Omi? Das wirst du schon sehen. Warte einfach. Wo habe ich's denn? Ah, mein Mehl. Das brauche ich. Du schleppst das alles mit dir rum? Ja, man weiß nie, wann man einen Kuchen backt. Ich brauche noch eine Sache. Komm schon. Hab es. Au, Oma, das tat weh. Sorry, war nur ein Versehen. Jetzt drehen wir hier ein bisschen auf. Ah, das sieht gut aus. Oh, fast hätte ich's vergessen. Sie kommt hier drauf. Was? Was ist gerade passiert? Wow. Bin noch nicht fertig. Ich drücke noch diesen Ring in den Kuchen. Der dient als Barriere. Da gieße ich jetzt Schokosoße rein. Ich könnte die auch so essen. Ich mag Schokolade. Das sollte reichen. Jetzt kommen die Streusel. Es ist kein Kuchen ohne Streusel. Die kommen auf die Schokosoße drauf. Jetzt zum lustigen Teil. Ich hebe den Ring hoch. Sieht aus wie eine süße Lawine. Und jetzt trägt sie ein Kleid. Ich bin sprachlos. Wie geht das denn? Nicht übel für eine alte Lady, huh? Wie soll ich das denn übertreffen? Ich muss was tun. Mama hat mir meine Snackbox gepackt. Die Tomate ist gut. Aufgepasst. Diese Hände sind gefährlich. Und wo ist meine Spritze? Pastor, weg von mir. Relax, Oma. Schau zu. Ich entferne die Spritze. Ich bin verwirrt, aber ich schau zu. Bleib cool. Ich will keinen Ärger. Ich drücke die Spritze ins Brot. Und dann in die anderen Zutaten. Genau so. Sie schneidet perfekte Kreise aus. Da stecke ich jetzt den Zahnstocher rein. Der muss durch jede Schicht. Dann den Kolben drücken und alles kommt raus. Die sehen lecker aus. Ja, das tun sie. Das ist okay, wenn man auf winzige Sandwiches steht. Was sagst du dazu? Das ist mein Lieblingsteil. Ich fange mit dem Kuchen an. Auf den freue ich mich schon. Der ist so leicht und fluffig. Er ist umwerfend. Ah, ich danke dir. Was ist mit meinem? Interessant. Das ist eine Geschmackssensation. Du hast gewonnen. Hast du das gehört? Wuhu! Weiter, Liam! Kann ich wieder aufmachen? Wenn du möchtest. Wow, guck dir das mal an. Soll mich das beeindrucken? Mich schon. Lass mich mal ran. Was haben wir denn hier? Hoffentlich ist es was Gutes. Oh, eine Kartoffel. Das hätte ich mir auch denken können. Ein guter Jahrgang. Aber wir brauchen mehr als eine Kartoffel.
auf jeden Fall. Das nimmt ja kein Ende. Da sind noch mehr. Okay, ich glaube, das waren jetzt alle. Ich habe noch nie Pommes gemacht. Ist ein bisschen knackig. Unglaublich, dass wir verwandt sind. Du kannst doch keine rohe Kartoffel essen. Ich brauche einen großen Eimer. Da kommen jetzt die Kartoffeln rein. Was machst du da? Schau zu und lerne. Du musst die Kartoffeln waschen. Mit einer Klobürste? Die macht das gut. Das ist seltsam hypnotisierend. Man muss sie gut schrubben. Und fertig. Da sind sie. Ohne Haut. Ich hol sie aus dem Wasser. Toll, oder? Die Bürste brauche ich nicht mehr. Pass jetzt auf. Ich habe die Kartoffel in kleine Stücke angeschnitten. Jetzt wende ich sie in Mehl. Und sie ist bereit, frittiert zu werden. Nein, ich nehme den Topf. Nimm deine Hände weg. Hör auf. Oder ich sag's deiner Mutter. Das würdest du nicht. Beim Frittieren muss man vorsichtig sein. Ich lasse sie da drin, bis sie goldbraun ist. Genau so. Sieht schön knusprig aus. Jetzt brauchen wir noch eine Soße. Ich träufle sie über die Kartoffeln. Das gibt dem Ganzen noch den Kick. Kann ich mir deine Klobürste ausleihen? Bitte, bitte, bitte? Nein. Aber ich habe etwas anderes für dich. Wo ist es? Bitte sehr, mein Schatz. Was soll ich damit machen? Ist das ein Spielzeug? Ich werde schon rausfinden. Ich lege die Kartoffel hier hin und dann drücke ich das Gadget in die Kartoffel. Hey, das schneidet die Kartoffel. Ich kann damit Kartoffelecken machen. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Willst du wirklich wieder verlieren? Bringen wir es hinter uns. Und gepostet, jetzt lass uns essen. Deine Kartoffelecken sehen gut aus. Deine schmeckt voll lecker, Oma. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Und wer hat die meisten Likes? Tja, guck dir das an. Ich habe wieder gewonnen. Sei auch einfach. Meinetwegen, ich habe gratis Essen. Oh, sorry, wir sind schon bei Runde 2. Haben wir wartet. Was kann ich diesmal machen? Oh, ich weiß. Muss nur kurz telefonieren. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. So ist das also, was? Moment, Liam ist ja hier. Toll, vielen Dank. Tschüss. Wow, das ging schnell. Mal sehen, was wir hier haben. Eier? Okay. Dann braten wir die Dinger mal. Meh, werden sie halt ein bisschen knusprig. Was noch? Ich mach noch einen Spritzer Öl rein. Dann brutzeln sie schön. Ich schalte mal noch den Herd an. Riecht schon gut. Ich bin ein Meister in der Küche. Hey, vorsichtig. Hör auf damit. Geht's dir gut? Hab alles unter Kontrolle. Ich weiß, was ich tue. Ja, so siehst du aus. Schätze, ich fange auch mal an. Vielleicht kannst du noch was lernen. Das ist genug Öl. Oh ja, ich könnte auch etwas Feuchtigkeitspflege vertragen. Schnell, bevor das Öl zu heiß wird. Was machst du da, Oma? Nur mein tägliches Beauty-Programm. Und ich dufte wie Pommes. Jetzt wird's Zeit zum Kochen. Ich schlage das Ei in die Pfanne. Dann brauche ich ein Glas. Ich platziere es über dem Eigelb. Und dann schlage ich das Eiweiß auf. Es soll schön fluffig werden. Genau so. Bin auch fast fertig. Das sollte reichen. Jetzt warte ich, bis das Eigelb durch ist. Durch den Deckel auf der Pfanne entweicht der Dampf nicht. Dadurch wird das Eiweiß besonders fluffig. Das sieht gut aus. Lecker. Auf den Teller damit. Wow, siehst echt gut. Vielleicht schmeckt meins besser, als es aussieht. Wem mache ich was vor? Bin ich froh, dass ich das nicht essen muss. Hör damit, zwei unterschiedliche Kochmethoden für Eier. Muss ich das essen? Guck dir das an. Ich habe mein Bestes gegeben. Das sieht schon besser aus. Ist fantastisch. Du hast gewonnen. Daran habe ich nie gezweifelt. Ja, scheint fair zu sein. Jetzt möchte ich die Kiste hochheben. Oh, das ist mal was anderes. Mit Eiern kann man nie was falsch machen. Und da sind noch mehr Zutaten drin, die gehören alle mir. Junge Dame, gib das wieder her. Hey, hör auf. Nein, ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Aber ich habe noch die Eier. Gib sie her. Nein, die gehören mir. Oh, so ist das also, ja? Okay, das merke ich mir. Dann besorge ich mir eben neue Eier. Was?
Oma, da bist du ja. Er ist hübsch, stimmt's? Ist das ein Hahn? Ja, ein Prachtexemplar. Und gleich wird er mir ein paar Eier legen. Wir müssen nur kurz warten. Du weißt schon, dass der das nicht kann, oder? Sei nicht schüchtern. Zeig, dass Mutter Natur Unrecht hat. Gleich kommt es. Du bringst mich in Verlegenheit. Jemand sollte es ihr sagen. Was soll's? Ich fange mit dem Kochen an. Zuerst schlage ich das Ei auf. Dann nehme ich was von dem Eiweiß. Das müsste reichen. Ich gebe das in die Pfanne. Ich mache noch mehr davon. Wenn sie fast gar sind, kommt das Eigelb drauf. Jetzt sind sie fertig. Winzige Spiegeleier. Ganz schön süß, was? Was? Die muss ich mir genauer angucken. Ist das ein Essen für ein Mäuschen? Das ist ein Scherz, oder? Die sind so klein. Aber die werden fantastisch schmecken. Wenigstens habe ich Eier. Vor Publikum wird er immer so nervös. Vielleicht beschleunigt das die Sache. Mach schon, isst das. Wenn ich keins bekomme, gibt's Ärger. Was mache ich denn falsch? Abgesehen davon, dass das ein Hahn ist. Wie wär's mit Stimmungsmusik? Oh, schwierige Geburt. Immer noch nichts. Gib's auf, Oma. Ich weiß, was deine Meinung ändert. Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache. Leg ein Ei und er gehört dir. Mit Geld bekommt man alles. Danke. Er ist ein wissenschaftliches Wunder. Ich hab's dir gesagt. Jetzt wird gekocht. Genau die brauche ich jetzt. Ich schlag das Ei in die Flasche. Vorsichtig, ich will keine Schale drin haben. Dann kommt die Tomate rein. Jetzt schraube ich die Kappe drauf und es wird geschüttelt. Oh ja. Die Mischung kommt jetzt direkt auf die Heizplatte. Die hat eine schöne Farbe. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich schlag noch ein Ei in der Mitte auf. Und bevor das gab, mache ich es kaputt. Ich verteile es auf der Heizplatte. Da kommen jetzt gehackte Zwiebeln und Paprika drauf. Jetzt falte ich es. Das wird ein leckeres Päckchen. Gleich ist es fertig. Das ist mal was anderes, aber schmeckt fantastisch. Okay, hier ist mein Handy. Mal sehen, wer gewinnen wird. Ja, aber diesmal werde ich es sein. Ans Gewinnen kann man sich gewöhnen. Das kann nicht sein. Unentschieden, wir haben beide gewonnen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ungerecht. Beruhige dich. Nimm das, alte Dame. Hör auf damit. Das war's, du hast Hausarrest. Hm, was jetzt? Ich weiß, jetzt kommt Runde 3. Was für ein Showmaster. Irgendwas blendet hier. Im Ernst, was ist das? Wow, guck mal. So ein hübscher Regenbogen. Wow, der sieht magisch aus. Ich liebe Regenbögen. Hey, was gabst du denn da? Oh, ein Regenbogen. Wow, der bringt mich auf eine Idee. Ich brauche diese große Schüssel Pfannkuchenteig. Und noch ein paar Dinge. Dieses Fläschchen mit Lebensmittelfarbe, das wird großartig. Ich gebe die Farbe zum Teig. Man braucht nicht viel. Das reicht schon. Jetzt alles verrühren. Ich will ein kräftiges Grün. So wie das hier. Den Teig löffle ich dann auf die heiße Platte. Das ist genau die richtige Menge. Das gleiche habe ich mit den anderen Farben gemacht. Ich lasse Platz dazwischen. Jetzt muss ich auf die Blasen warten. Dann sind sie nämlich fertig. Das sieht schon gut aus. Jetzt wird's Zeit, sie zu drehen. Die riechen fantastisch. Ein leckerer Stapel Regenbogenpfannkuchen. Mh, so ein köstlicher Duft. Bravo, sie sehen exzellent aus. Hä? Was ist das? Hey, die Challenge. Warte nur, bis du sie probiert hast. Das ist nichts. Ich werde es dir zeigen. Ich habe eine Schüssel Mehl und eine Menge Eier. Ich hoffe, das klappt. Bei Eiern werde ich immer so nervös. Es gibt kein Zurück mehr. Ich schlage die Eier ins Mehl. Wenigstens sind diesmal keine Schalen drin. Das muss jetzt gemixt werden. Ich dachte, das wird einfacher. Aber irgendwie auch entspannend. Hä? So war das nicht geplant. Ich ziehe das einfach ab. Das ist ziemlich cool. Ab in die Pfanne damit. Und schön goldbraun braten. Ich hol sie raus. Die Hand soll ja nicht verbrennen. Ich bin echt zufrieden damit. Er ist ein kulinarisches Genie. Gibt es etwas, das er nicht kann? Sie lieben mich. Wuhu. Ich meine, danke.
Gut gemacht, aber du entscheidest nicht, wer gewinnt. Wow, zwei essbare Gerichte. Ich koste die Pfannkuchen zuerst. Mh, sehr gut. Danke, mein Lieber. Das sieht handlich aus. Ha, kapiert? Wow, ich will mehr. Köstlich. Du hast gewonnen. Yes, ich wusste es. Soll das ein Witz sein? Vorwärts, Liam! Zeit fürs nächste Experiment. Ich meine, Challenge. Ah ja, ich möchte, dass ihr das macht, was ihr Sandwich nennt. Kein Problem, du liebenswerter Außerirdischer. Ich brauche nur ein paar Dinge. Oma ist immer vorbereitet. Gib mir eine Minute zum Vorbereiten. Du hast ganz schön viel Zeug da drin, Oma. Oh. Halt, kann ich das haben? Mein Bügeleisen? Ja, ich brauche das. Das ist perfekt für mein Sandwich. Damit reste ich es nämlich. Riecht schon mega gut. Das ist eine clevere Idee. Oh, ich weiß. Dafür brauche ich nur mehr Brot. Und das Essen. Hey, ich war noch nicht fertig. Was machst du da? Das wirst du gleich sehen. Ich fahre mit dem Bügeleisen über das Brot und bräune es leicht. Es darf aber nicht schwarz werden. Das ist ein Einhorn. Meine Mom hat mir ein Einhorn als Haustier geschenkt, als ich klein war. Was? Das kann ich nicht glauben. Das ist ja fantastisch. Ashley, guck mal. Ich bin beschäftigt. Du verpasst was. Kann ich später mit dem ausreiten? Hm, da kommt mir noch eine andere Idee. Dafür brauche ich bunten Zuckerguss. Und den spritze ich auf die Toastscheiben. Aber ich bleibe innerhalb der Linien. Jeder Bereich bekommt eine andere Farbe. Das sieht schön bunt und fröhlich aus. Hier nur noch. Wie gefällt's euch? Na, ist okay. Guck dir das an. Ich nehme Schokosirup und verteile ihn über das Brot. Und dann zu den Marshmallows. Die kommen genau hier hin. Darf den Salat nicht vergessen. Doch, das darfst du. Okay, kein Salatfan. Wie wär's mit Gelee? Das ist total dehnbar. Besser, oder? Die lege ich oben auf die Marshmallows. Hm, das möchte ich selber essen. Aber ich muss wieder stehen. Ich mache noch mehr Schichten. Und dann kommt noch mehr Schokosirup drauf. Ist zwar nicht das gesündeste Sandwich, dafür aber das leckerste. Ich nehme schon zu, nur durchs Angucken. Genau, was ich will. Das Experiment ist abgeschlossen. Gut gemacht, Ashley. Gut gemacht, Schatz. Aber essen würde ich es trotzdem nicht. Macht mir einen Lutscher. Den bekommst du. Dafür brauche ich meine Taschenbonbons. Die sind ja alle zerquetscht. Die kann ich nicht nehmen. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich gieße Wasser in den Topf. Und ich staple meine Bonbons. Aber ja, ich weiß, was zu tun ist. Ich forme sie zu einer Kugel. Geht's dir gut, Schätzchen? Beeindruckend, was? Und nun schneide ich die auf. Ich bin sicher, du wirst richtig überrascht sein. Wow, schau dir das an. Fantastisch. Und hier kommt noch der Lutscherstiel rein. Und fertig. Hey, Oma, guck mal, was ich habe. Oh, total schön. Dass Gedankenkontrolle so einfach ist, hätte ich nie gedacht. Hey, Oma, hör auf damit. Muss jetzt kochen. Muss Lutscher machen. Brauche Zucker. Und er muss leuchten. Brauche Lebensmittelfarbe. Nur ein paar Tropfen. Nun umrühren. Total hypnotisierend. Nun geht es in die Form. Nicht zu viel. Muss warten, bis es hart ist. Du weißt, dass du Salz genommen hast, oder? Hey, hier ist dein Lutscher. Ich schicke ihn dir rüber. Der wird dir gefallen, ich weiß es. Wow, toll. Aber ich muss ihn erst kosten. Der schmeckt grässlich. Das kann doch nicht sein. Was? Oh, ich war wohl weggetreten. Mein Lutscher ist fertig. Jetzt wird's interessant. Ich habe Sterne gemacht, weil wir ja im Weltall sind. Das ist doch eine süße Idee. Ich hoffe, sie gefallen dir. Du hast keine Chance. Mir gefällt das Weltraumthema. Als ob ich aus einem Fenster gucke. Warte, warum ist der Zucker noch so voll? Nein, ich habe Salz genommen. Hast du das gesehen? Nein. Das ist richtig blöd. Aber gucken wir mal, was passiert. Der schmeckt mir. Ich will mehr davon. Was? Ist das dein Ernst? Bekam ich das Rezept? Du hast das Experiment bestanden.
Das kann ich kaum glauben. Meine Studie über Erdenessen ist beendet. Mein Bericht ist vollständig. Es war interessant. Und was jetzt? Ich krieg gar nichts mehr runter. Ihr könnt nun nach Hause gehen. Was? Wir sind zurück auf der Erde. Bye, ruf mal an. Juhu, bin ich froh, dass die endlich weg sind. Du darfst die Kiste öffnen. Ja, das gefällt mir. Und die nehme ich. Nicht schon wieder. Wenigstens habe ich eine Mango. Gibt es eine Grenze für meine Talente? Ups, wo ist sie hin? Das war lustig. Es reicht, Lexi. Was mache ich eigentlich mit der? Schwierig. Warte mal. Ich habe eine Idee. Also, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich schieb den in die Mango. Jetzt habe ich einen Mango-Lolli. Ich sollte den noch schälen. Schon besser. Sieht langweilig aus. Ich verpasse der Mango ein Makeover. Los geht's. Wow, wie einfach das ging. Und jetzt? Irgendwas fehlt noch. Was soll das sein? Eine Blume. Du hast die Aufgabe gesehen, oder? Wir machen Eiscreme. Oh, ich weiß. Ich brauche nur dieses Gefrierspray. Damit friere ich sie ein. Das war's schon. Okay, ich denke, das ist in Ordnung. Ich habe meine Mango in Scheiben geschnitten, dann geschält. Ich brauche jetzt meinen Haarkamm. Ich stecke ihn in die Mango und schneide. So bekomme ich gleichmäßige Scheiben. Aber ich bin noch nicht fertig. Gut, dass ich das noch hab. Warte kurz. Was machst du da? Ich stecke die Mango in die Eiswaffel. Ich lege Schicht für Schicht an, bis ich eine Rose habe. Wow, sie ist echt gut. Ja, das bin ich. Ich finde meine trotzdem besser. Jetzt wird's Zeit fürs Foto. Ich hoffe, dass ich diese Runde gewinne. Guck dir all die Likes an. Oma hat's wieder geschafft. Das muss ein Fehler im System sein. Ich mache ein Selfie zur Feier des Tages. Okay, machen wir es noch einmal. Das ist Runde 4. Okay, der Druck wächst. Das wird nicht so leicht, aber ich hab's. Ich hab's gleich. Da ist es. Ein Korb mit frischem Obst. Was nehme ich? Mit Kiwi kann man nichts falsch machen. Ich werde sie ein bisschen polieren. Bäh, mein Atem. Zähneputzen habe ich heute wohl vergessen. Okay, dann fange ich mal an. Zuerst die Kiwi schälen. Dann in Scheiben schneiden. Und dann kommt eine Scheibe auf den Spieß. Der muss direkt in die Mitte. Jetzt zum nächsten Teil. Ich habe Würfelzucker in die Pfanne gelegt und dann geschmolzen. Da tunke ich jetzt die Kiwi rein. Und natürlich auch die andere Seite. Das muss jetzt hart werden. Leckere kandierte Kiwi. Gut, dass ich ein Faible für Süßes habe. Ist aber nicht so süß wie du. Volltreffer. Ach, danke, Jungs. Das ist ganz schön clever. Ja, ich habe auch eine Idee. Ich brauche nur... hab's. Gut, dass ich noch die Bonbons hab. Hä? Warte mal. Was? Könnte noch nützlich werden. Behalte ich für später. Diese Bonbons sind aber jetzt dran. Mach dich auf was gefasst. Hey, pass doch auf. Das ist die Rache für das Nudelholz. Jetzt muss ich die Bonbons schmelzen. Ich habe meinen Föhn dabei. Deshalb sieht mein Haar auch so fluffig aus. Das klappt. Karamell. Weiter geht's mit diesem Trinkhalm. Damit fahre ich durch das Karamell. Ich will, dass das Ende bedeckt ist. Es ist soweit. Jetzt puste ich durch den Halm. Und schon habe ich eine süße Blase. Das ist fantastisch. Ja, das ist cool. Was? Mehr hast du nicht drauf? Meins ist besser. Ist doch nicht so cool, wie ich dachte. Das ist ein Lolli-Spektakel. Heute muss mein Glückstag sein. Ich koste Liams zuerst. Nicht ganz überzeugend. Ja, ich hatte mehr erwartet. Jetzt zu Omas kandierter Kiwi. Wow, Oma hat gewonnen. Jawohl, ich wusste es. Ich wusste, du wirst uns nicht enttäuschen. Und was jetzt? Guck, da ist das Geld. Oh, es ist so viel. Ich werde mir viele coole Sachen kaufen.
Ich kaufe mir ein Skateboard. Wer hat deiner Meinung nach das beste Essen gemacht? Oma oder der Vampir? Schreib es unten in die Kommentare. Teile das Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.